Moin Moin, Hans-Dieter hier. Heute wollte ich euch drei Mikrofone vorstellen. Das ist einmal das Rode NTG2, dann das Mikrofon von Rode, das Video Mic Pro. Da wollte ich eben einen kleinen Vergleich machen. Sowie das Panasonic VW, dann heißt das VM S2E, das ist ein Stereo-Mikrofon. Diese drei Mikrofone klemme ich an meine Panasonic HDC SD909, um ein wenig den Ton zu vergleichen. Die Kamera stelle ich auf 0 dB, das heißt eben sehr leise, damit ihr auch die Unterschiede von der Lautstärke hören könnt. So, was gibt es dazu zu sagen? Erstmal so vom Optischen her ist das Panasonic VM2E eigentlich sehr akzeptabel, sehr robust. Ich zeige euch das mal von Nahen. Also das hier ist das Panasonic, das ist ein Stereo-Mikrofon. Bin ich eigentlich, was die Stereo-Qualität betrifft, sehr gut mit zufrieden. Dann haben wir hier das Rode VideoMic Pro. Ist eigentlich auch ein sehr gutes Mikrofon von der Verstärkung her. Du hast einmal die Möglichkeit auf minus 10 dB, auf 0 und auf plus 10 dB. Ich selber bin ein bisschen enttäuscht von dem Mikrofon. Nicht was die Tonqualität betrifft, sondern die Verarbeitung ist also nicht so der Hit. Ich zeige euch mal ein paar Gründe warum. Erstens ist es so, dass bei diesem Mikrofon das Mikrofonkabel sehr, sehr dünn ist. Das seht ihr hier, das ist also ein sehr dünnes Kabel. Des Weiteren die Schalteranlage. Also hier eben, wo man umschaltet, anschaltet, ist also für meine Finger und Verhältnisse nicht so der Hit. Und das nächste ist eben, das Batteriefach ist schwer zu öffnen, ist also nicht so mein Ding. Das nächste, was ich bemängeln tue, das ist hier die Spinne. Die ist also ein wenig Wind und die Geräusche werden über Kamera übertragen. Ist also nicht mein Favorit, ist es nicht. Von der Tonqualität her muss ich sagen, ein super Mikrofon. Im Vergleich dazu haben wir hier das Rode NTG2. Das ist vom Preis her ein wenig teurer wie das VideoMic Pro. Allerdings ein sehr robustes Mikrofon, sehr stabil und auch die Tonqualität hat mich bis jetzt überzeugt. Soweit zu den Mikrofonen. Wie gesagt, ich werde die Kamera auf 0 dB stellen und werde dann verschiedene Szenarien mit den Mikrofonen durchspielen. Werde immer unten einblenden, welches Mikrofon zurzeit dran ist, und bei diesem VideoMic Pro werde ich auch die Verstärkung dabei schreiben, ob es nur 0 dB ist oder eben plus 20 dB. Bei den anderen Mikrofonen gibt es diese Einstellungen leider nicht. Somit werde ich das mal testen. Hier haben wir nochmal für das Rode NTG2 eine Katze, die stelle ich nun mal eben so vor. Testen, glaube ich, brauchen wir die nicht. Und hier auch für das VideoMic Pro ein Katzenüberzieher, will ich mal sagen. Ja, ist also für Draußenaufnahmen eigentlich unverzichtbar. Allerdings für die Sachen, die wir hier machen, benutze ich die nicht. So, ich fange jetzt mal an. Ich blende hier nochmal die Kameraeinlagen ein, also wenn ich ein Mikrofon dran habe
Und so mit dem Test starte, dann werdet ihr an der Seite auch ein Bild der Kamera sowie das Mikrofon sehen, was eben drauf installiert ist. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, dass ihr einen kleinen Vergleich habt und los geht's. So, jetzt im Vergleich. Vorher hatten wir das Kameramikrofon. Jetzt habe ich das Rode NTG2. So, 1, 2, 3, 4. Hallo, hallo. Wenn ich hier hingehe, 1, 2, 3, 4. Hallo, hallo. Gehe ich ein wenig hier hin. 1, 2, 3, 4. Hallo, hallo. Das war das Rode NTG2. So, jetzt habe ich das Rode VideoMic Pro und zwar auf minus 10 dB gestellt. Ich sage jetzt mal 1, 2, 3, 4. Ich gehe nach hier hin. 1, 2, 3, 4. Und nach der anderen Seite. 1, 2, 3, 4. Wie gesagt, das ist das Rode VideoMic Pro. So, jetzt habe ich das VideoMic Pro auf 0 dB, also auf Normalstellung stehen. Auch hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und hier auch nochmal 1, 2, 3, 4. So, jetzt habe ich das Rode VideoMic Pro auf plus 20 dB stehen. Jetzt nochmal hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Soweit. So, jetzt haben wir hier das Panasonic Stereo Mikrofon. Ich sage mal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, soweit war das der Indoor-Test. Jetzt mache ich noch ein paar Außenaufnahmen. Dazu werde ich gleich ein Radiogerät benutzen und einen Wasserbrunnen. Und somit mal die Tonaufnahme, damit die Tonaufnahme vergleichen können zwischen diesen drei Mikrofonen. So, jetzt haben wir das Rode VideoMic 2. Jetzt habe ich dort hinten an der Seite ein Radio laufen und hier habe ich einen Brunnen. Ich drehe jetzt mal langsam darüber. So, wie ihr jetzt sehen könnt, das ist jetzt das Radio. Nun schwenke ich langsam rum. Nach dem Brunnen. So, das ist jetzt dasselbe mit dem VideoMic Pro auf normalen Nullstellung. Ja, und das ist die Aufnahme mit dem Panasonic-Mikrofon.